irgendwann werdet ihr auch in die Situation kommen, dass ihr die Aufnahmezeit eurer Fotos korrigieren müsst. Sei es, weil ihr zum Beispiel vergessen habt, die Zeitzonenverschiebung in der Kamera zu korrigieren, weil ihr weiter weggeflogen seid oder weil ihr einfach nur vergessen habt, die Kamera von Sommer- auf Winterzeit umzustellen. Und wie ihr diesen Aufnahmezeitpunkt nachträglich korrigieren könnt hier in Lightroom, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bevor ich aber den Dialog direkt starte, möchte ich euch noch eine kleine Voreinstellung zeigen, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, nämlich hier bei den Katalogeinstellungen. Dort gibt es nämlich einen Menüpunkt Metadaten und hier unten findet ihr eine Option, ob er diese Änderung zurückschreiben soll in die RAW-Dateien. Das habe ich bei mir standardmäßig nicht aktiviert, mir reicht es also, wenn das alles in Lightroom verwaltet wird, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr den Haken hier setzt, diese Änderung auch zurückschreiben in die RAW-Dateien. So, das war es nur, was ihr vorher wissen solltet. Und jetzt können wir selber ja den Zeitkorrektur-Dialog starten und den findet ihr hier oben im Menü Metadaten Aufnahmezeit bearbeiten. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Zum einen kann ich natürlich sagen, ich möchte sie direkt auf ein angegebenes Datum und eine Uhrzeit einstellen. Das kann zum Beispiel sein, indem ich jetzt hier reingehe und sage, das war nicht der 7., das war der 10. Dezember über Tastatur. Oder ich kann auch einfach hier die Stunde zum Beispiel auswählen und über diese Regler diese Zeit korrigieren. Das wäre Variante 1. Variante 2 ist, ich sage mir, nein, ich möchte nur eine Zeitzonenverschiebung haben. Und ich hoffe, ich liege jetzt richtig. New York liegt 6 Stunden zurück. Insofern muss ich die Zeit zurückkorrigieren. Und dann hätte ich hier einfach nur eine Zeitzonenverschiebung berücksichtigt und sehe hier meine alte Zeit und hier meine neue Zeit. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, er soll einfach gucken, wann ist die Datei erstellt worden und holt sich das Aufnahmedatum aus dem Erstellungsdatum der Datei. Brauche ich bisher noch nicht, aber wie gesagt, solltet ihr auf jeden Fall wissen. Wichtig ist halt nur, wenn ich das jetzt mache, das geht dann nicht wieder zurück. Das heißt, ich muss jetzt hier auf alle ändern drücken und dann wird diese Änderung auch sofort durchgeführt, entweder nur im Lightroom-Katalog oder eben auch zurückgeschrieben in die RAW-Dateien. So, bei mir ist das okay, ich sage jetzt einfach alle ändern. Und was ihr noch gesehen habt, er hat hier auch gleich von der Darstellung her die Reihenfolge innerhalb des Ordners gewechselt, weil ich die Zeit korrigiert habe. Nämlich, woran liegt das? Hier unten gibt es eine Sortierreihenfolge und da steht im Moment Aufnahmezeit. Und weil ich eben gerade die Aufnahmezeit korrigiert habe, hat er jetzt endlich natürlich auch die Anordnung der Bilder in diesem Ordner gleich korrigiert. So, damit wisst ihr jetzt auch, wie ihr Fotos in Zukunft von der Zeit her korrigieren könnt. Hallo und guten Morgen, hier ist wieder der Frank von fotologbuch.de mit einem kurzen Quick-Tipp zu Adobe Lightroom. Ja, in dem heutigen Quick-Tipp möchte ich mit euch ein kleines Zeitsynchronisationsproblem lösen, nämlich ich war hier mit zwei Kameras unterwegs und einmal die D810, wenn wir uns das Bild mal in groß angucken, sagt halt, es soll 13.37 Uhr aufgenommen sein. Okay, alleine für sich mag das noch stimmen, aber ich weiß von der Reihenfolge her, dass zum Beispiel diese Bilder nämlich hier mit der D750 vor dem Eingang zu diesem Park aufgenommen wurden. Also insofern 14.15 passt irgendwo nicht. Ich muss also vergessen haben, die D810 einfach umzuschalten wieder von Sommer- auf Winterzeit. Aber das können wir ganz einfach korrigieren. Ich suche mir nämlich jetzt einfach über diesen Filter Metadaten hier mal die Bilder raus, die ich mit der D810 gemacht habe. Markiere die einfach alle und sage jetzt hier oben bei den Metadaten, ich möchte die Aufnahmezeit korrigieren, bearbeiten, wie auch immer, und zwar um eine angegebene Stundenzahl. Und jetzt sagen wir einfach, bitte um eine Stunde verschieben. Und damit sollte es sofort alles wieder stimmen. So, machen wir das kurz. Sagen jetzt hier auch wieder Filter aus. Und gucken uns das Ganze mal an. Jetzt stimmt das. Insofern habe ich die Bilder nachträglich korrigiert. Und jetzt stimmt die ganze Serie, auch wenn ich mit mehreren Kameras fotografiert habe. So, das kann euch zum Beispiel auch passieren, wenn ihr irgendwo unterwegs seid im Ausland und fotografiert mit Kamera und Handy. Das ist zum Beispiel auch Freunden von mir schon passiert, weil nämlich das Handy schaltet sich automatisch um auf die lokale Zeit, aber der Fotoapparat wird manchmal vergessen. Ja, und dann wundert man sich, dass die Bilder irgendwo nicht passen von der Reihenfolge. Aber das könnt ihr genauso, wie gesagt, hier so korrigieren. Ja, das war es dann auch wieder für heute mit diesem Quick-Tipp. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.